Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf Sanel 10. Heute stelle ich euch mal mein neues Modell vor. Und zwar, das ist die Boeing 747-8. Nämlich von Lufthansa in, der Name von dem Flugzeug ist Brandenburg. Steht hier auch schön. Und ich habe mir das Modell gekauft, weil das im Angebot war. Das war von 35 auf 28. Und ganz ehrlich, für 28 Euro kriegst du manchmal eine 737. Also ich bestelle meistens Modelle bei Amazon. Und da gibt es schon ein paar geile Angebote. Und jedes Mal, wenn ein cooles Angebot da ist, ich gucke natürlich nicht jeden Tag drauf auf Amazon, aber wenn es da auf jeden Fall mal coole Angebote gibt, dann kaufe ich mir das Modell. Ich wollte auch auf jeden Fall nicht nur wegen dem Angebot das Modell, sondern auch so ein bisschen, um meine Lufthansa-Flotte zu erweitern, weil eine A320 Neo oder sowas oder A320 allgemein von Lufthansa ist sehr schwer zu bekommen, sagen wir so. Oder halt, ja, nicht so oft kann man die kaufen bei irgendwelchen Shops. Deswegen wollte ich halt die Lufthansa in der Langstrecke erweitern, weil es da definitiv mehr Auswahl und mehr Flugzeuge gibt. Und wir fangen auf jeden Fall mit der Packung an. Jedenfalls bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Modell gekauft habe, weil das so groß ist. Also mein Flughafen hat genug Platz für dieses Modell, aber es ist wirklich ultra groß. Also, die Packung ist eigentlich sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Also, man sieht das Flugzeug nicht. Ihr werdet gleich sehen, wie man das Flugzeug sehen kann. Hier steht eigentlich auch nichts Besonderes drauf. Hier steht halt Boeing 747-800. Ja, dann die Registrierung und Brandenburg, 1 zu 500. Und hier halt diese ganzen Sachen, die Herpa so dran schreibt. So, genau, hier einmal die Abmessungen. Also hier ist natürlich originale Abmessungen, nicht vom Modell selber, sondern genau, Spannweite 68 Meter, Länge 76 Meter und Höhe 19 Meter. Also es ist ein sehr großes Flugzeug. Hier steht nochmal das Gleiche und hier steht auch Herpa. So, das Geile ist an dem Modell, ich habe das erstmal gar nicht gewusst, ich habe es direkt ausgepackt. Ich dachte halt einfach wegen neuem Lufthansa und sowas ist es halt einfach drauf, aber hier ist es, ey. Und das sieht so geil aus. Also ich nehme mal die Kamera mal hoch. Und hier seht ihr das. Hier ist nochmal, ne, man macht es so zu. Zack. Man macht es auf. Und dann ist hier nochmal die 747 abgebildet. Mit den ganzen Abmessungen, die ich auch vorgelesen habe. Und da ist das wunderschöne Modell. Und ihr seht schon, es ist wirklich riesig. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich meine, das ist auch geil, dass die Packung so ein bisschen, ja, hier ist auch dieses Pappe und sowas, ne, dass die Packung so ein bisschen hochwertiger ist als die normalen Standardpackungen von Herpa. Ich würde mal sagen, wir packen das Modell mal aus und haben genug von der Packung gesehen. Hier ist die Boeing 747-8 von Lufthansa und ihr seht, das ist ein super großes Modell. Im Gegensatz zu den anderen Modellen, weil ich habe ja auch eine A350, die auch nicht gerade klein ist. Aber das ist schon, ja, wie gesagt, das ist mein erstes großes Modell. Ich habe auch zwar eine 747, aber eine 747 SP und die ist, glaube ich, bis hier vielleicht. Also bis hier oder bis hier, weil die ist wirklich sehr, sehr kurz, die 747 SP. Und von der Länge, von der Spannweite kommt die nicht mal bis hier. Also, das war nicht mal mit dem A350 vernünftig zu vergleichen. Nur von der Höhe hat es so schon ein bisschen gepasst, aber jetzt so wirklich nicht. Jedenfalls, die Lackierung steht dem Flugzeug super schön. Also die sieht wirklich sehr sexy aus. Und hier nochmal meine Hand. Also hier seht ihr das, ne? Das ist schon eine Handgröße lang. Und das ist schon sehr geil. So, hier haben wir das Modell. Also es ist sehr, sehr schön angekommen bei mir. Keine Kratzer oder irgendwas sowas. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und fangen wir mal hier hinten an. Also hier haben wir das Lufthansa-Logo, was sehr, sehr schön auf der 747 passt. Hier nochmal die Registrierung, Delta, Alpha, weiter weiß ich nicht. Genau, hier ist die Registrierung. Hier haben wir dann das zweite, also hier ist vorne das zweite Deck dann, also hier unten einmal und das Upper Deck, wie das so heißt bei der 747. Und hier haben wir nochmal, hier steht Boeing 747-8, wenn man das lesen kann, hier Kamera fokussieren, ja gut, kann die Kamera anscheinend nicht. Da steht 747-8 und Brandenburg. Ich weiß gar nicht, was diese gelben Sachen sind, ich glaube, das sind auch Logos.
Es steht auch irgendwas drauf, aber ich kann es so nicht lesen. Ich glaube, da steht Lufthansa Group oder sowas. Genau, hier haben wir nochmal das Lufthansa-Logo, dann die Star Alliance-Logo. Oben haben wir noch das Bacon Light, genau wie unten. So, ja, okay, unten nicht. Dann einmal hier vorne das Cockpit. Die Scheibenwischer sind natürlich auch schön abgebildet. Und genau, was ich auch sehr, sehr cool finde hier vorne, ne, dass es halt so weit geht. Warte, ich muss mal die Kamera einstellen. So. Dass es halt so weit geht, ne, bis vorne, also das ist schon sehr, sehr geil. Und genau, hier vorne ist eigentlich gar nichts, leider wenig Details, also ich meine, das Flugzeug ist auch groß und Herpa hätte locker paar Antennen oder sowas vorne dran tun, aber ja, wie man es von Herpa kennt, ist es nicht so. Genau, man kann hier natürlich auch schön in die Fanblades reingucken, was ich super schön finde, die Triebwerke sind auch schon groß, ja. Und ja, also das Modell ist sehr, sehr geil gemacht. Genau. Hier sind manchmal so welche, genau, seht ihr das hier? Hier zum Beispiel, da sind auch irgendwie, ich weiß nicht, das können die Landing Lights sein. Also seht ihr das hier so abgebildet? Hier, das sind so irgendwie irgendwas reingestochen. Das ist nicht vom Transport irgendwie so kaputt gegangen, sondern es ist von Herpa so gewollt. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was das ist, wenn ihr das Modell besitzt. Ja, jedenfalls, genau, hier kann man es nochmal für den Ständer, dass das Flugzeug steht. Hier haben wir das Vorderrad, also hier haben wir das Main Gear, also natürlich sehr, sehr großes Fahrwerk hier von der 747. Ja, also sieht schon sehr, sehr geil aus. Und genau, gucken wir mal auf die Flügel drauf. Hier sind halt diese Lufthansa-Lackierungen, also man sieht hier halt von der Lackierung, ne, da ist halt diese Linie so. Man sieht auch die ganzen Flaps und sowas. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Vor allem bei diesem großen Modell. Also Leute, gönnt euch mal. Das ist doch fett. Das ist doch übelst fett. Genau. Nur, ich weiß es nicht, ob ihr das seht. Warte, ich muss mal hier... Seht ihr das? Das ist so ein bisschen... Ja, ich glaube, man kann das hier sehen. Hier, das ist wie so ein Etikett oder... Seht ihr? Ja, hier müsst ihr es sehen. Das ist ein Farbunterschied. Ich weiß es nicht, was das ist. Das ist genauso wie hier... Irgendwie irgendwas draufgeklebt wurde, aber hier ist nichts. Also hier kann ich echt nichts abreiben oder wegmachen. Also ich weiß es nicht. Ihr seht das doch bestimmt. Das ist hier so ein Farbunterschied. Also nicht Farbunterschied, aber so ein Strich durch irgendwie geht und dann ist so ein leichter Farbunterschied zwischen diesem Blau und diesem Blau. Jedenfalls mit einem normalen Auge erkennt man das. Das ist mehr sowas. Also das geht hier halt durch so. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ein Fehler oder sowas, aber naja, jedenfalls, hier seht ihr auch vorne, seht ihr das? Hier so ein, jetzt müsst ihr es mal, ja, jetzt seht ihr das 100%. Halt, es ist irgendwie so wie ein Etikett drauf. Also nicht Etikett, sondern irgendwas, so ein Sticker draufgeklebt, aber ich kann da nichts abziehen. Ja, wer weiß, kann auch für die zu der Lackierung sein. Hier sieht man nochmal diese Chevrolet Nose, oder wie die heißen, von den Triebwerken. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Also das ist schon, boah, das ist schon echt geil gemacht. Finde ich eigentlich ganz gut von Herpa, nur hier wieder so leer. Seht ihr, das ist einfach leer. Also ein leeres Triebwerk. Also einfach weiß, wisst ihr. Da wäre auch mal ein paar Details cool. Weil ich meine, das Modell ist groß. Ich könnte es vielleicht verstehen, dass bei den kleinen Modellen so nicht wirklich diese ganzen Details drauf sind. Zum Beispiel bei 1 zu 200, da macht natürlich Herpa die ganzen Details, weil es ist einfach ein A320 ist größer als ein 747 hier, ne, ist klar, in 1 zu 200. Und da sind natürlich auch deutlich mehr Details. Und ja, wenn so ein großes Flugzeug leer ist, dann sieht es auch wieder blöd aus. Ja, natürlich ist das nicht so riesig, ne, ich meine, für 1 zu 500 ist es für mich schon groß. Also ich denke, die Leute, die eine Antonov 225 haben, oder eine Antonov 124, also 124, oder allgemein A380 haben, ist es nichts Besonderes, das Flugzeug, von der Größe her, aber für mich schon, und ich finde schon, ja, für 1 zu 500 ist es natürlich schon sehr, sehr nice gemacht. Genau, hier haben wir nochmal, hier haben wir auch diese, ey Leute, ich weiß echt nicht, wie die Dinger heißen hier alle. Also das ist, seht ihr das hier, ist auch schön abgebildet hier, natürlich an allen Triebwerken. Und genau, das finde ich auch geil hier, dieses Chrom, so ein Chromfarbe. Ist auch in den Triebwerken hier hinten, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Von unten eigentlich nichts Besonderes, das Flugzeug, genau, so sieht es von unten aus, nichts Besonderes, keine Details oder sowas. Aber hier, ich finde die Flügel, das Flügelende sehr, sehr geil gemacht, das ist so eine Spitze,
Also so ein. Ah, das ist einfach geil. Also so eine Spitze, wisst ihr, bei der 7478, das ist einfach so geil, hier mit der Spitze so gemacht. Das ist genau wie eine 787 oder halt 747-8, ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht. Die hat auch Herpa einen guten Job gemacht, so mit der Abmessung her von echt, ne? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus und piekst auch richtig hier. Also, ja, damit kann man einen gut verletzen, sagen wir so. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin super zufrieden mit dem Modell und jetzt nochmal halt Fazit. Ich finde das Modell sehr, sehr gut. Herpa hat einen super Job gemacht. Natürlich fehlen mir hier ein paar Details, weil ich meine, das ist auch ein großes Flugzeug. Ne? Ich könnte es vielleicht hier und da mal verstehen. Bei kleinen Flugzeugen, da kann man aber nicht. Ja, da muss man sich schon sehr, sehr viel Mühe geben, kleine Details drauf zu machen. Und ich denke, das wird auch am Ende teuer für die Leute, also für mich oder halt Sammler, da werden die Modelle automatisch teurer. Jedenfalls, für mich ist das Flugzeug super und es kann auch super viele Strecken machen. Ich habe zwar schon eine A350 von Lufthansa, die auch viele Strecken abdecken kann, zum Beispiel Hongkong oder Los Angeles, die fliegen ja auch diese langen Strecken, New York und alles, aber trotzdem, also so ein Langstreckenflugzeug dazu ist immer wieder geil. Und eine 747-8 kann auch super geile Strecken fliegen. Zum Beispiel Sao Paulo fliegen die immer. Oder Rio de Janeiro. Oh, so kann man so schöne Strecken machen. Also wenn der Flughafen fertig wird, dann wird's richtig geil. Das war's mit dem Review zu dem Flugzeug. Jedenfalls, ich bin super zufrieden und auch mit der Qualität und alles. Nur halt, wie gesagt, nicht diese Details fehlen mir so ein bisschen. Aber ja, gut, das kennt man schon von Herpa. Aber mir gefällt auch so die Packung sehr. Also finde ich schon sehr, sehr geil, dass es halt hochwertig ist, ne? Es ist halt einfach hochwertig. Und ich weiß es nicht, ob ihr das dazu, also auch habt, aber irgendwie ist das hier so eine. Ja, war das in der Packung drin? Ich weiß auch nicht wofür. Das lag hier drin, aber ich dachte, das ist irgendwie so ein Zettel oder sowas. Vielleicht, ne, von einem Anbieter, der das verkauft, tun die auch manchmal irgendwas rein. Aber das ist einfach ein weißes Pappe-Stückchen. Ja, keine Ahnung. Habt ihr das auch? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das auch gehabt habt. Jedenfalls, Modell ist geil, Packung ist geil. Was bei Herpa jetzt, bei den neueren Modellen, ja, ein Wort, was nicht wirklich rauskommt bei YouTubern, die sowas sammeln. Genau. Also, super Modell, ich bin super zufrieden. Ich kann das einfach nur weiter sagen. Und auch, ich würde euch das Modell sehr, sehr weiterempfehlen, weil für einen Flughafen, was so ein Flugzeug halt auf Flughafen bringen kann, natürlich manche Flughäfen sind klein, aber zum Beispiel auf meinem Flughafen eine 747-8 ist geil. Und vier triebwerkige Flugzeuge, also, ne, mit vier Triebwerken. Finde ich immer geil, sehen immer geil aus. Und genau, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ein Like da, abonniert meinen Kanal und ja, euer Sonne 10. Ciao.